Hallihallo. Es ist gar nicht so einfach, wenn man einen Menschen trifft, den man gar nicht so gut kennt, dass man zu ihm sagt: Ich höre, du sagst, es geht dir gut, aber ich habe ein Gefühl in mir, deine Stimme, dein Klang der Stimme erzählt was anderes. Geht es dir wirklich gut? Habe ich zu ihm gesagt. Und irgendwie ist es so gewesen, wie wenn eine Hülle von ihm abfällt. Er hat durchgeatmet und dann hat er mir ein bisschen erzählt. Und aus dieser Frage, die ich so zaghaft gestellt habe, weil es ja doch sehr persönlich ist, ihn einfach zu fragen: Geht es dir wirklich gut? Deine Stimme hört sich nicht so an, als würde es dir gut gehen. Aber es hat sich daraus ein irre nettes und herzoffenes Gespräch ergeben. Und im Endeffekt sind wir beide freudvoll dann voneinander gegangen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, weil ich Stimmanalytikerin bin. Jeder kann hören, ob es dem anderen wirklich gut geht oder nicht. Und das ist jetzt mein Appell für euch alle da draußen. Ich habe es gemacht, wieder einmal, Gott sei Dank. Habe mich sehr gefreut, habe viel Energie mitgenommen, er auch. Und das alles nur, weil ich ihm nicht nur zugehört habe, sondern ich habe ihn wirklich gehört. Und das ist der Unterschied und das können wir alle. Dazu muss man keine Stimmanalytikerin sein. Und das wünsche ich euch, dass ihr gehört werdet und im gleichen Zug, dass ihr auch Menschen hört. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüssi.